Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einhell Harry. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt, akkurat glücklich sein, dass der Harry. Heute geht es natürlich wieder um Power Exchange, ist ja eh klar. Power Exchange, das erfolgreichste und kompetenteste Akkusystem seiner Klasse, meiner Meinung nach. Ein Akku für alle Geräte, das haben die anderen auch, das weiß ich ja, aber es ist einfach das kompetenteste und erfolgreichste Akkusystem, meiner Meinung. So. Hier jetzt heute die neue Aquina 3638F LED. Die braucht 2x18 Volt, hat eine maximale Fördermenge von 3800 Liter in der Stunde, 37 Meter, 3,7 Bar. Maximale Ansaughöhe sind 6 Meter, Saug- und Druckanschluss sind 33,3 mm, also 1 Zoll. Der Sauganschluss Außengewinde, der Druckanschluss Innengewinde. Hochwertige praktisch Messing-Saug- und Druckanschlüsse, sodass es einfach eine lange Lebensdauer hat, das Ganze. Das Gerät hat ein Gewicht von ungefähr 4,3 Kilo, hat eine Wassereinfüllschraube, sodass man das praktisch voll Wasser macht, wegen dem Ansaugen und so weiter. Hat eine Wasserablaufschraube, wegen Frostschutz, weil ihr müsst ja im Winter wisst ihr selber, so ist es ja hier. Hat einen Leistungsstufenschalter Eco und Boost, LED-Akkuanzeige, ohne dass du auf den Akku schauen musst, sondern außen. Hat einen integrierten Vorfilter mit Schauglas, sodass du auch siehst, ob der Filter dreckig ist. Rückschlagventil ist drin, eine Wassereinfüll- und Schmutzanzeige, Wasserfüll- und Schmutzanzeige und wie gesagt den hochwertigen Saug- und Druckanschluss. Aber jetzt würde ich sagen, wir gucken die mal an. Ich habe sie mir natürlich schon angeschaut, weil ich mir einen Schlauch dazu schon besorgt habe. Es gibt dieses auch im Set, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze aber beim Sonderpreis Baumarkt besorgt und habe mir dazu gleich diesen Adapter gekauft, so dass ich das Ganze hier den Adapter und hier den Adapter, so dass ich das Ganze hier verwenden kann mit dem Sieb. Der Schlauch ist 7 Meter lang, keine Ahnung, hat irgendwie 30 Euro gekostet, dass ich das beieinander habe. So. Dann ist das Ganze natürlich sauber verpackt, wie man das gewöhnt sind von Einhell. Hier als erstes kommt natürlich wieder Bedienungsanleitung, Wartungshinweise, Sicherheitshinweise, Garantiehinweise, unter anderem in Deutsch. Bei mir wird es immer mehr. Ich habe schon einen ganzen Park von dem Zeug. So, dann schauen wir uns die mal an. Dann haben wir einen Schlüssel dabei. Das ist wahrscheinlich für das Schauglas von dem Filter, denke ich mal. Sicherheitshinweise und wo überall Einhell stationiert ist. Das ist ganz hier stationiert schon. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was macht ihr eigentlich mit euren Karton? Also, ich muss sagen, ich verschredder die mittlerweile, weil ich bräuchte einen ganzen Keller dafür schon. Das ist also nicht möglich. Da stehen schon wieder auf dem Karton. Dann stehen da drüben schon wieder neue Geräte, die wo warten. Dass praktisch die Neuheiten kommen für den Juni 2023. Kommen bald. Die zwei haben wir ja schon angeschaut. Wissen wir schon, die neuen Schmutzwasserpumpen. So, dann haben wir als erstes, sehen wir, oi, da sehen wir was, das ist wichtig. Das müsst ihr immer beachten, weil das echt wichtig ist. Dieser Anhänger ist sehr, sehr wichtig. Den schaut es euch an. Da kannst du nämlich, wenn du dich hier registrierst, die Garantie verlängern. Bei Akkus um ein Jahr und bei den Geräten um nochmal auch ein Jahr auf 3 Jahre. Akkus haben dann 2 Jahre statt ein Jahr. Und du könntest nur ein Power Exchange Gerät gewinnen, wenn du richtig Glück hast. Dann haben wir hier noch Hinweise, die schauen wir uns auch an. Hinweis: Das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach 10 Minuten in den Standby-Modus. Zum Reaktivieren Gerät zweimal einschalten. Der Standby-Modus schont den Akku. Also, da gibt es aber auch noch Aquina Automatik, muss ich sagen, gibt es auch noch. Ich habe mich jetzt für die entschieden nochmal. Ich weiß natürlich nicht, was noch kommt. Die ist echt gut verarbeitet. Du kannst sie sogar hier irgendwo festschrauben. Da steht sogar, wie breit das ist. Schau. Kannst du festschrauben? Stationär praktisch festschrauben. 74 Dezibel steht oben, hat sie. Dann hast du hier den Anschluss.
für den Druckanschluss praktisch hier, Messing. Und hier hast du den Sauganschluss, auch in Messing. Da ist natürlich überall was droben, nicht dass da Dreck reinfällt. Und das ist einfach dazu da, dass das Ganze einfach wirklich haltbar ist, langlebig ist. Dann hast du hier den Filter drin. Da ist eine Wasserstandsanzeige drin, da ist der Filter drin. Da siehst du einen Ruckzuck, ob der Filter dreckig ist. Hier denke ich, das ist die Wassereinfüllschraube, das muss ich nur nachlesen. Dann haben wir hier Hinweis zum richtigen Abdichten. Das ist auch dabei. Bei Trockenlauf kann sich das Wasser in der Pumpe erhitzen, sodass es zum Verletzen des heißen Wassers durch heißes Wasser kommen kann. Die Pumpe ausschalten und abkühlen lassen. Also da sind zwei so Sicherheitshinweise noch dran, die machen wir aber jetzt weg, weil die sind ja irgendwie im Weg. Klar, die müssen Sie mittlerweile auch absichern. Also wie gesagt, diese Sicherheitshinweise sind nur dabei. Dann machen wir da wieder was drauf. Das Innenleben von der Pumpe schaut wunderbar aus. Wunderbar. So, dann haben wir hier natürlich den Batteriecheck. Hier kannst du sehen, wie voll der Akku ist. Wir können ja mal einen reinstecken. Ich habe eh gerade zwei aufgeladen. Ich habe eh gerade zwei aufgeladen. 6 Ampere Akkus, 4 bis 6. Weil ich gerade Rasen gemäht habe. So. Also die sollen auch immer gleich voll sein, steht schon dort, aber das ist ja eh klar, wenn du ein 36 Volt Gerät hast, dass du immer gleich volle Akkus nehmen sollst. Und so zeigt sie dann auch an, dass beide Akkus gleich voll sind, schon. Wir schalten natürlich jetzt nicht ein, weil es ist ja jetzt trocken das Ganze. Aber so siehst du wirklich sehr, sehr sauber, sehr, sehr schnell und sauber, dass die Akkus voll sind. Mal jetzt mal raus. Dann hast du hier natürlich das saubere Gehäuse, das Ganze. Da kannst du das Wasser ablassen, da sind eben diese Schlüssel dabei. Wahrscheinlich, schau. Und hier kommst du in den Filter rein. Denke ich mal. Ja. Hier hast du den Filter. Kommst du in den Filter rein. Ja, das ist echt hochwertig gemacht, muss ich sagen. Das ist sauber, sauber drin, sauber verpresst. Da ist ein Gummiringle drin. Das ist ein bisschen gefettet, das war richtig so, dass ich das sauber. So. Also einen einzigen Verbesserungsvorschlag, wo ich jetzt hätte, wo ich mir noch was einfallen lassen muss, aber ich mache mir hier Band hin und hier Band hin zum Wegmachen, dass der Schlüssel da dran bleibt, dass der Schlüssel nicht verliert. Ein Verbesserungsvorschlag wäre jetzt doch, wenn ihr das irgendwie jetzt den irgendwo parken könnt. So. Wenn ihr den irgendwo parken könnt, den Schlüssel. Das wäre jetzt eine gute Idee, aber es ist, weil ich bin halt da immer so, dann ist das Ding weg und dann nimmst du Rohrzangen und dann verhunscht das Ganze. Also das, ja, das wäre cool gewesen, wenn du den jetzt irgendwo parken könntest. Aber ich werde mir was einfallen lassen, wirklich, ich werde mir was einfallen lassen. Am coolsten wäre es jetzt hier, wenn was wäre, zum Parken.
Ansonsten fühlt sie sich richtig gut an. So, wir werden die natürlich ausprobieren. Da gibt es ein extra Video dazu. Da gibt es jetzt nicht mehr zum Sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht mehr zum Sagen gibt. Und dann werden wir da mal einen Pumpentest durchführen mit dem Ganzen. Und schauen, wie sie die machen. Ich habe ja diese anderen Gartenpumpen, diese Regenfasspumpe habe ich auch noch. Und das ganze Zeug muss ich auch noch alles testen. Wir haben jetzt mittlerweile Gott sei Dank ein Regenfass. Und dann können wir da umeinander Regen fassen. Gell? Also, danke fürs Zuschauen, dass du wieder dabei warst. Wenn es geholfen hat, akkurat glücklich sein, dass der Harry. Bleib mit Bisch, bleib gesund, bleib der treu, bleib einheiltreu und mir vor allem. Und schalt wieder ein, wenn es heißt, dass der Harry. Servus.